Im Original hätten wir jetzt ein Fünftel. So, welcher kam noch? Du findest mich nicht! Na, ah, das gab's aber auch nur du, du kleiner... Ja. Du kleiner irgendwas. Mir ist jetzt leider keine... keine schöne Beleidigung eingefallen. Ach ja, genau. Du Menstruationsexkrement. Weil so rot sind die ja. Übrigens, ich finde, ist aber nur meine Meinung. Also, von daher Hashtag change my mind. Aber ich finde, von der Farbe her hat Super Mario 74 Extreme Edition die schönsten Sterne. Und zwar wirklich in so einem schönen, kräftigen Dunkelrot bis Weinrot. Und das ist jetzt so peinlich, dass der Sprung und der Sprung und dafür aber der Sprung geklappt haben. Ja, also seid doch mal ehrlich. Das ist doch ein schönes Rot, oder? Nun gut. Kurz einsamer durch. Was sagt die Zeit, Manni? Oh, nicht einmal eine halbe Stunde. Ich bin besser im Zeitplan, als ich dachte. Und ich habe dabei nicht einmal einen. Geil, Mann! Oh, gehen wir in die Rankenruine jetzt oder machen wir die tiefroten Untiefen? Also, Rankenruine ist der zweite Kurs. Ach ja, und wenn ihr mal genau hinschaut, die Röhre schwebt in der Luft. Wie kann das denn sein? Wartet mal, von hier sieht man es vielleicht. Ja, hier, hier! Was soll denn das? Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Okay. Der Rankenschnatz. Schnatz. Oh nein! Nein! Mir ist es schon in der ersten Aufnahme passiert! Ah, Rankenschatz, nicht Rankenschnatz. So, hallo Duda. Duda im Radio, wie geht es dir heute Morgen? Ach nee, du warst nicht Duda im Radio. Na dann. War hier nicht noch ein Schild ursprünglich? Weil in der Amerika... in der englischen Version einfach nur 132 drauf stand. Ach ja, das war die Chose. Okay. Also ab hier dürfte dann das Safen zur Gewohnheit werden. Da ist ein Leben. Allein schon deswegen, weil hier so rote Münzen dabei sind. Die seht ihr ja hier gerade. Ah, Siri, halt die Fresse. So, Entschuldigung, das war jetzt mein USB-Kabel, das ich rausgezogen habe, damit Siri jetzt nicht per automatischem Sprachbefehl das Reden anfängt, obwohl ich ihr es nie erlaubt habe. Ach Gott. War es Luminiumsphäre oder Ombrusphäre, wo er den... die Felsenturmtempel... zumindest diese Version. Ach Gott. Ich meine mich zu erinnern, dass ich diesen Stern hier in der ersten Aufnahmesession nie gesammelt habe. Na. Oh! Nein! Ach Mensch! Ekusare, wie viel habe ich schon? Ich glaube... Alter, ich sehe schon kommen. Für das allererste Video, noch ohne dieses Tool, werde ich die einfach nachhinein... Ah, es gibt doch bestimmt so eine kackeneinfache... Möglichkeit.
Sag doch mal. Das kann doch nicht wahr sein hier. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn dran? Aha. Heute haben wir den Dampfmaschinen. Was ist ein Dampfmaschinen? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, die Dampfmaschinen. Okay, so könnte es klappen. Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, die Dampfmaschinen, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Und dieser große, runde, schwarze Raum, der hat zwei Löcher. Das eine Loch, das kümmern wir uns später. Okay, der zweite Keks geht an denjenigen, der mir sagen kann, na, merkst du schon, worauf du dich hier eingelassen hast? Nein, nicht daran. Du stehst noch ganz am Anfang, aber ich weiß schon, dass du ordentlich ins Schwitzen kommst. Nicht zuletzt, weil hier ziemlich viel Lava ist und die heiß ist. Herr Lustig! Zeitdruckgespringe. Oh nö, das waren die Kisten da drüben. Glaube ich zumindest. Ja. Während beim Teufelswürfel. Oh shit, ihr habt's. Oh Gott, wo hab ich. Ach. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wie es funktioniert. So. Okay, nochmal ganz von vorne. Wir haben Zeit. Ja, ich zumindest, denn es ist Wochenende und ich muss nicht arbeiten. Und ihr? Keine Ahnung, wie alt meine Durchschnittszuschauerschaft ist. Wahrscheinlich hockt ihr den ganzen Tag zu Hause rum. Und die Corona-Krise hat euch einen schulfrei beschert, oder was? Okay. So funktioniert das schon mal nicht. Na, ja genau, am besten gleich in Abgrund runterspringen. Na, okay. Okay, so kann's. So passt der Kamerawinkel zumindest für die ersten zwei Sprünge, weil die letzten drei sind eigentlich einfach. Der zweite ist der, wo mir das Genick brechen wird. Und ich das Leben. Nee, auf eins. Oh, ein Pickstate machen auf dem N64-Emulator. Na! Aber ihr seht schon. Ihr seht schon. Mit drei Weitsprüngen. Und nicht gerade Stampfattacken. Lässt sich das Ganze doch einfach realisieren. Scheiße. Ich sterbe gerade. Ich sterbe gerade einen Herzinfarkt. Meine Damen und Herren, rufen Sie bitte den Krankenwagen. Ah.
Wow. Das war... Das war Wahnsinn. Okay. Hinauf die Wand! Warte mal, ich sehe gerade, hier sind Geheimnisse... Ah, nee. Die hatten wir ja schon. Die hatten wir ja schon. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum Fire nicht mit dabei ist... das ist eine gute Frage. Geht euch nichts an, ihr kleinen... Nein. Keine Beleidigung. Ich darf mir kein Störbett leisten. Die sind teuer geworden. Die werden nämlich gehortet wie... Ja, wie Klopapier. Uah. Scheiße, ich glaube, ich bin hier sogar richtig. Kann das sein? Nee, bin ich nicht, ich Idiot. Oh, war das stylisch? War das stylisch, Freunde? Kommt, wenigstens ein styler Punkt. Hau ab! Boah! Ja, genau. Okay. Die wichtigste Frage, die sich mir stellt. Welche ist die sicherste rote Münze in diesem Level? Und vor allem... Okay, ich habe zumindest einen Plan, wie ich mich um die Dinger hier kümmern kann. Etibete! Okay, hier wäre nochmal so ein Oller Pfosten. Sagten Sie nicht Wosten? Wosten? Von welchem Kompass liest denn du bitte ab? Na, von dem hier, Captain. Das heißt Westen, Patrick. Arr, und du bist erneut gefeuert. Genau, der Stern da unten existierte ja nicht mehr. Das war stylisch. Alter, das hier ist wirklich so das Styler-Level. Okay, je nachdem, was der nächste Sprungparcours 1. Ich glaube, den nehmen wir noch mit. Bloß das Problem ist, ich weiß nicht, welcher Sprungparcours welcher ist. Bei einem konnte man noch so schön abkürzen, meine ich mich zu erinnern. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es nicht sogar der da unten war. Lol. Bin ich jetzt hier richtig? Habe ich jetzt ein Nintendo gewonnen? Oh nein, ich glaube, es war wirklich leider... ...nur der Standardzugang. Und es war sogar der richtige Sprungparcours. Ja, als ob ihr jemals an mir gezweifelt hättet, wa? Okay, jetzt haben wir noch rote Münzen, den zweiten Sprungparcours und noch einen. Aber den da konnte man, meine ich, doch so gut abkürzen, wa? Oh nee, ja, Ich sage euch ganz ehrlich,
Dieser Stern wird der letzte für die erste Aufnahmesitzung bleiben. Denn ich muss mir Zeug noch angucken. Wo eigentlich die roten Münzen sind. Moment mal. Das können wir doch auch einfacher schaffen. Oh, und hier gibt's keine Willkommen in einer neuen Welt-Message. Das finde ich etwas komisch. Okay. Genau, hier unten. Ja, das ist auf jeden Fall. Ah, oh, es ist richtig. Aber halt auch nicht so der gedachte Weg, leider, ne? Ach, was heißt hier leider? Probieren wir es mal von hier. Oh, ja, so kann man es auch machen. Also eigentlich müsste ich auf den lila Schalter drücken und dann über die Kisten darüber springen, aber ich habe euch doch gesagt, wir machen es uns einfacher. So. Ja, warum mache ich das so? Ich kann auch auf Exit-Kurs gehen. Luftig-rote Münzen. Ja, okay, um diese luftig-roten Münzen kümmern wir uns allerdings beim nächsten Mal. Jetzt haben wir noch eine Duty zu tun. Einen Call of Duty. Den ich gerade verschissen habe. Also machen wir... den hier jetzt noch. Ah, ich bin so sauer. Diese anderen Toads hier sind so schlecht gelaunt, dass auch meine Freude vergangen ist. Früher hatte ich mich über Blumen gefreut. Heute würde ich dieses Kraut nur noch rausreißen. Und bevor ich diesen wertvollen Stern aus Versehen zerstöre, gebe ich ihn besser dir. Vielleicht bringt er dir etwas. Da sag ich nicht nein. Du hast einen praktisch geschenkten Stern gesammelt. Willst du jetzt ernsthaft deswegen speichern? Na, aber hallo. Immer noch besser als Eis von Brodew zu bekommen, dafür aber nicht speichern. Ja, scheiß drauf, Eis ist immer geil. So. Liebe Leute, das war's mit Super Mario 74 Extreme Edition. Oh, schade. Ich war zumindest draußen, okay? Ich war zumindest raus aus der Gefahrenzone. Alles klar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich sage, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Ciao.